Damit ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part Tales of Xillia. Ich bin es, MC Muffix. Wir waren im letzten Part im Thronsaal und haben uns mit König Nachtigall persönlich angelegt und konnten ihn besiegen. Nach diesem Kampf hat er endlich, verstanden, was irgendwie er vor Untaten hier gemacht hat und war kurz davor wirklich, ja, zu dem zu werden, für den ihn auch früher Rowan gekannt hat. Und kurz bevor, ja, alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen war, kam auf einmal ein merkwürdiger Attentäter und hat ihn getötet. Und ich tippe darauf, es war Gaius. Und danach haben wir die Lanze von Kresnik gesucht, wegen der wir eigentlich hier unser primäres, die auch unser primäres Ziel hier war. Und diese war verschwunden, Leute. Irgendjemand hat die Lanze von Kresnik weggebracht oder gestohlen, wer weiß das schon. Und ich denke, wir müssen uns jetzt hier erstmal rausteleportieren, denn als Königsmörder, als der wir jetzt wahrscheinlich hingestellt werden, kommt das nicht so gut an, hier im Königspalast zu sein. Deswegen hauen wir am besten ab aus Fenrund. So, raus da und Cutscene. Halt! Identify yourselves! Uh-oh. This ain't good. Hey, hold on. Aren't you Chief Hilbert? That is correct. I have a message. Let me through. What is it? Azul's army is on the march. The enemy force is said to exceed 50,000 men. The war. It started. Order the troops to attack. Forward to victory. Forward to victory! Forward to victory! Prepare to attack! Forward to victory! Prepare to attack! Prepare to attack! Forward to victory! Forward to victory! Prepare to attack! Forward to victory! From Sapstrath? No, they're coming from north of Finmont. They're in Fezabel Marsh. Impossible. How do they intend to march across such impassable terrain? The spirit climbs have stopped shifting. Chief Hilbert, we are unable to decipher their method of transportation. This is bad, isn't it? All our soldiers are concentrated in Fort Gundala and at sea. At this point, we may not have time to move our troops into position. You need not worry. Deputy Chief of Staff Gillen foresaw this attack. He is transporting our new weapon to the battlefield as we speak. I knew it. Soldier, who ordered you to carry this message? The Deputy Chief himself. Is something wrong? No. You are dismissed. Gilland is up to something. Whatever it is, we must head to Fezabel Marsh at once. Tja, 6 gegen 50.000. Hört sich gut an, Leute. Denn ich schätze mal, so wird es kommen, dass unsere Truppe hier dann irgendwie einschalten muss. So, Erforscher von der Riese Maxia. So, hören wir uns kurz die Skitter. Has our eminent tactician figured out how the enemy plans to cross Fezabel Marsh? I'm afraid not.
During the Renome season, the marsh flow weakens enough to make a crossing possible. But spirit climb changes have been thrown off kilter. The marsh flow should remain active. What's this marsh flow? The marsh's many bodies of water are linked together, with their water flowing through underground channels. If you were to fall into one, you'd get carried off to who knows where. Oh, that wouldn't be a problem. I'm a great swimmer. The maze of channels is quite complicated. It could be 10 years before you're finally pulled to the surface. Yikes. Don't know if I can hold my breath for that long. And yet the enemy intends to cross it with a full army. That leads me to one conclusion. That Arjul has a tactician even greater than the conductor himself? Yes. Da kennen wir doch jemanden, ich weiß jetzt leider seinen Namen nicht mehr, aber das war der eine von den Kimarinen, von der Truppe eben von Gaius, die wir schon, gegen die wir schon mal kämpfen mussten. Wenn ihr euch daran erinnert, als wir in Kanbala waren, da mussten wir gegen zwei von den Special Troopers hier kämpfen und einer von denen war ja auch so ein Dirigent und hat hier Ilbert Jubeck gesagt, ja, du bist doch nicht mehr das, was du einst warst und so. Wo müssen wir jetzt hin? Begib dich zum Arklandsumpf zum Vespermoor. Okay, Orderpalast und Arklandsumpf, östlicher Bereich. Okay, gut. Dann müssen wir davor, Leute. Oh, Leute, Leute, da überschlagen sich jetzt die Dinge. Mal abgesehen davon, dass der König tot ist, müssen sie jetzt auch noch mit einem Angriff rechnen, von der Richtung her, die sie niemals vorher rausahnen hätten können. Es sieht nicht gut aus für hier. Russia Girl. It's been a while since you've been back to Fenmont. Don't you want to visit any of your friends? Yeah, sure. Wait, you didn't make any friends while you were here? I made plenty of friends. It feels like it's been forever since I went to school here. Dude, nichts gegen dich, aber es gibt ein paar wichtigere Sachen, so Untergang von so einem ganzen Königreich, ich weiß nicht, das wäre vielleicht gar nicht mal so unbedeutend, aber naja, deine sozialen Probleme stehen natürlich im Vordergrund. Okay, so kann man den tun. So, ich hätte eindeutig mal in den Innen gehen müssen. Oh, ah ja, das war meine Special-Attacke. Warte, wie viel TP kostet die denn? Oh, die kostet 4, aber die macht doch so viel Schaden, also man kann sie auch einfach nur so einsetzen. So, bam. Weg da und dann du kleine merkwürdige Pflanze auch noch. So, oh Leute, ich will jetzt unbedingt mein Kommometer wieder füllen. Weil dann kann ich mit Mila mal meine Special-Attacke machen. 600 Erfahrung. Was? Für so schwache Gegner? Wir hätten ja natürlich schon früher hingehen müssen. 600 Erfahrung für die Gegner. Kann ich mitliegen. So, Kampfverbündeter, sehr schön. Haben wir noch beide. Ah, Leute, eigentlich müssen wir hier jetzt erstmal wieder 10 Stunden leveln. Ah, jetzt kommen die wieder mit ihren blöden Blasen, die mag ich nicht. So. Oh, das habe ich jetzt. Ah, nein! Yes! Nein, da kann der Gaius kommen, wenn er... da kann der Gaius gerne kommen, Leute. Hat die Attacke gesessen oder hat sie super gesessen? Ja, ist ja nice. Das sieht ja super gut aus, die Attacke hier. Kann man gut mitleben. So, der Umgang mit Stäben. Oh, that's some fine staffmanship. I'm still learning. I won't quit training till it's an extension of my body. Your dedication to your art is admirable. It puts mine to shame. Oh, I don't know about that. Now don't get all psyched up just because she praised you. Whatever, I'm psyched! Yeah! Ow! My head! See? What did I just tell you? No, it really hurts. You'll be fine. Here, I'll take care of it for you. Leia truly handles her staff well, but Jude handles Leia even better. I understand that humans haven't engaged in large-scale warfare since the Battle of Fezabel 20 years ago. For someone who doesn't meddle in human business, you sure seem to know a lot about our history. I read a book about recent human history while I was convalescing in Lorand. You read it in a book? Guess Jude's not the only honor student. The book confirmed my theory. Humans haven't changed one bit since ancient times.
And I suppose your impression of ancient times also comes from a book. Did you say something? Hmm? Oh, I just said that as long as humans never change, we mercenaries will never go hungry. So kann man es natürlich auch sehen, gell? Mein kleiner, niemand hat der Elvin, der uns immer noch für ein Apfel und ein Ei verkaufen würde. So. Ah, Leute, ich will jetzt einfach jeden Zug Mystic Artis machen, einfach weil die so cool aussehen. Und ach, Leute, wir müssen es ja auch nicht mehr mit den anderen Charakteren benutzen. Wir haben es ja jetzt mit jedem freigeschaltet und eigentlich müssen wir jetzt mal mit jedem das durchtesten. Also, Elvin habe ich mal offscreen versucht, das war irgendwie bei dem ich nie hinbekommen. Bei Dude, okay, da haben wir es gesehen. Bei Mila haben wir es jetzt auch gesehen. Mila, ja, sieht ganz nett aus, sieht ja irgendwie aus wie die Kraft der Viergeister. Und, und ja, beim Brown, da kommt wahrscheinlich das Monster-Ding. Bei Leia kommt wahrscheinlich, sie quatscht den Gegner einfach tot. So, na, wie geht es dir? Und irgendwie so, super schneller Redefluss. So ist die Attacke von ihr, da wette ich drauf. Ey, ich würde da aufgeben, ich geb's zu, ich würde da echt aufgeben, ich würde da schreiend weglaufen. So, mein kleines Eilein. Ah, jetzt habe ich keinen. Von hinten, egal. Sind ja nur diese kleinen Eier, die sind eh nicht stark. So, machen wir einmal ein kleines Tourlein. Und dann war's es. So. Aber Leute, eigentlich haben wir keine Zeit. Wir wollen ja hier, wir wollen ja jetzt, was wollen wir denn jetzt? Also ich tippe mal darauf, wir wollen hier nicht in den Krieg reingezogen werden. Das wäre jetzt vielleicht nicht so gut. Obwohl, naja, egal. Wir werden eh von beiden Armeen, also wenn wir da hinkommen, werden wir wahrscheinlich eh angegriffen. So, ich werde dann kommen, so die so 50.000 Soldaten von Al'Jul und weiß nicht wie viel von Russia, sagen wir es einfach mal, weil ich gehe mal davon aus, dass die da nicht so viel haben, sagen wir mal irgendwie 20.000 und dann so, oh mein Gott, da ist die Truppe von Mila, Maxwell, greift sie alle an, dann einfach alle 70.000 laufen einfach auf uns. Puffy and wet. I hate being puffy and wet. Cheapo's swelling from all the moisture. Many of the provisions we packed are nearing their expiration date. You sure do sweat the little things. I'm surprised you could handle being a tactician. It is a tactician's duty to consider and prepare for every possible complication. Momentary oversights bring enduring wounds. But isn't it also true that a moment's hesitation can lead to a lifetime of regret? It is. Which is why a leader must make snap decisions without hesitation. Then I shall make the call. We will continue to eat the provisions until 2 months past the expiration date. Yes, ma'am. You must love that about her. The fact that she can cut through all your worries in an instant. Are we talking about the way I feel about her or the way you do? Mein kleiner Dude, was fühlst du denn? So, kämpfen wir gegen diese Pflanze. Wenn die 600 Erfahrung gibt, dann ist das eindeutig mein Lieblingsgegnertyp in diesem Spiel. Weil, wenn wir irgendwie 10 von ihnen besiegen, oder, na 10, wenn wir 10 von ihnen besiegen, dann haben wir mehr Erfahrung bekommen als hier durch Nachtigall. Das ist schon nicht schlecht. So, und stark sind die Viecher halt wirklich gar nicht. Ich meine, haben die uns einmal Schaden zugefügt? Ich glaube nicht. So. Haben wir noch so ein kleines Sphäre. Ey, das ist echt mein neuer Lieblingsgegnertyp in diesem Spiel. Der Gegnertyp ist ja so cool. Ultra sympathisch, ultra schwach. Das sind nette Gegner. So, wer hatte dein kleines Level ab? Ach, der Judy schon wieder. So, dann verteilen wir kurz mal wieder ein paar Liliumkugeln. Gerne doch. Ich schätze mal, das wollte ich gerade sagen, das Liliumkugelnetz, das tut sich auch erweitern, wenn man genug Punkte hat. Und genau jetzt macht es das. Das ist Schicksal. So. Dann hier ins Ort. Dann gehen wir erstmal wieder raus, oder? Ich glaube, sonst hat keiner. Doch, der liebe nette Ilbert hat natürlich auch eins. Ach, mit dem haben wir ja noch gar nicht das Mystic Artis freigeschaltet. Furchtbar. Aber jetzt haben wir's. So. Die Flutwelle. Oh. Wahrscheinlich kommt da so Tsunami-mäßiges. Ach Leute, ich will jetzt einfach alles sehen mal. So, Fertigkeit habe ich schon ewig lang nochmal verteilt. Aber irgendwie, also es fällt mir gerade echt auf. Ein Großteil von denen haben wir echt am Anfang Spiels bekommen und jetzt erhalten wir irgendwie fast gar keine mehr. Ist echt so, wenn ihr das hier seht. So. Oh, ich brauche unbedingt Angriff hier. Was machen wir denn? TP gewinnen. Allerinrausch. Das gibt schon mal 7 weniger. Schnelle Erholung. Flitzen. Ja, machen wir das weg. Und dafür können wir uns dann Angriff 2 kaufen. Sehr schön. Hier mit der Leia haben wir eh nur 6 Punkte. Wenn wir eh nicht so viel machen können, ja, machen wir mal. Machen wir Heilungsanteil.
Hä? Achso, es kostet 8. Um 25% auf 50, wenn du verbunden bist. Hm, ist eigentlich nett. Ich würde sagen, das machen wir. Tu mal, was machen wir denn? Schatz, das tu mal weg und dafür machen wir hier Heilungsanteil. Beim Ilbert haben wir 15 Punkte. Haben wir Angriff? Ne, wir haben keinen Angriff. Dann machen wir hier. Und hier. So, reicht schon. Haben wir hier Angriff, Vollschutz, Geschicklichkeit, bla bla bla. Ne, brauchen wir alles nicht. Dann machen wir Heilungsanteil, machen wir auch bei ihr. Oder verbundene Geister. Deckst du 50% der Tabelle? Ja, wir machen verbundene Geister, das ist ja richtig cool. So. Oh, bei ihm. Warum habe ich da so wenig Punkte? So. Weil der Elvin immer weg, weiß ich wahrscheinlich, die Punkte verteilt war. Elvin, wo warst du? Das letzte Mal, als ich gelevelt habe? Ah ja, da hast du uns verkauft. Und wo warst du das vorletzte Mal, als ich gelevelt hast? Ah ja, da hast du uns auch verkauft. So, wir haben den violetten Gürtel erhalten, das ist aber cool. Ich habe den schwarzen Gürtel. Wir sind hier Jackie Chan Maxwell. So. So, danach müssen wir aber eigentlich mal müssen wir dann mit Ilbert oder so spielen. So, ich will jetzt nicht mehr Ilbert sagen, natürlich mit Rowan spielen, weil ich möchte jetzt auch mal die Mystic Arts von den anderen sehen. Bei ihm, denke ich, kommt einfach so das Mördergeile. Irgendwie habe ich da so Hoffnung, dass da was Cooles kommt. Bei Elise weiß ich gar nicht. Irgendwann wahrscheinlich, Tepu wird einfach so monstergroß und frisst einfach alle Gegner oder so. Auch 500 Erfahrung. Ey, man müsste ja echt leveln, Leute. Normalerweise habe ich immer so 300 Erfahrung bekommen, wenn ich so Gegner kombinierte. Also wenn ich so drei Gegner auf mich gezogen habe, habe ich maximal so 300 Erfahrung oder so bekommen. Und jetzt hier durch so Standardgegner, die jetzt, okay, die Gegner sind schon ein bisschen nerviger, aber stark, naja. Und dann so schön viel Erfahrung. Ach Leute, ist die Welt nicht schön? Ist die Welt nicht schön? Naja, sie führt gerade Krieg gegeneinander, aber ansonsten ist sie doch ganz okay. Warte mal kurz, so. Jetzt müssen wir auf Artis gehen, beim lieben netten Ilbert. Na, jetzt muss ich ihn ja erst nehmen. So, dann gehen wir erstmal kurz zu Leia und gehen jetzt hier kurz auf die Artis. So, er oben und... So. Okay, erst bei dem Kampf können wir das nicht mehr machen. So, okay, beim nächsten Kampf können wir ihr mystisches Artis einsetzen. So, das Problem ist, ich habe keine Ahnung, wie ihr mystisches Artis ist. Wie ich mit ihr überhaupt mal das, an ein Kombi-Artis überhaupt mal rankomme. So, ich muss mal mehr Gegner dran locken. So. Looks like ominous clouds are gathering up. And my old bones tell me. Oh, jetzt habe ich keinen Kampfverbündeten hinbekommen. So, aber egal, das sollte doch trotzdem schaffbar sein. So, wir linken uns kurz mal mit der Leia. So, dann wechseln wir zu ihr. Yes! Ich glaube, mit dem Stab kann sie doch ganz gut umgehen, oder? Also, wie ich das sehe, haut es schon ganz schön rein, Leute. So, aber Miles Attacke, muss ich sagen, gefällt mir trotzdem am besten. So. Ah, ich krieg's irgendwie gerade nicht hin, die zu flankieren. So. Urteilstor kommt. Oh, jetzt hab ich mal. Habt ihr gerade gesehen? Ich hab irgendwie drei Gegner mit der Attacke getroffen, obwohl ich mich eigentlich nur verklickt habe. Sehr nice. Ich wollte eigentlich den Blitz die ganze Zeit machen. Jetzt. Ich sehe mich nicht. Jetzt. Nee, nicht die Gegner. Laufen alle auf mich drauf. So. Bam. Ach Leute, die mystischen Artis, die sind einfach so cool. Die gefallen mir so gut einfach, sind so geil. Ah, ich wünschte, ich hätte auch mal, ich spiele zwar noch Tales of, aber ich werde wahrscheinlich keinen Sinn bekommen, weil immer, ich habe mich ja informiert, wie man da mystische Artis bekommt. Und da irgendwie, ja, du musst die Waffe haben, die du irgendwie da bekommst, wenn du so den Super-Boss besiegst. Und dann kannst du nur mal, wenn du irgendwie 5% Leben nur noch hast oder sowas. Einfach schlimm. Oh. Ach so, ich bin mit... Nein, ich möchte nicht mit Jude linken, so. Tut mir leid, Leia, aber ich bleib trotzdem beim Judy Boy. Da wird sie neidisch, gell? So, Level Up bei der Mila, sehr schön. Aber oh, jetzt brauche ich kein Level Up mehr, jetzt habe ich mein mystisches Artis. Jetzt bin ich schon happy, Leute. Also wenn wir irgendwann mal leveln gehen, wir gehen ganz definitiv hier leveln. Weil hier kriegt man schöne Erfahrung. Tepu, na, du bist doch meine einzige Matschkugel hier. So, Mysterious Reveal, cool. Für was auch immer das gut sein wird. Oh, das ist einer von den Blöcken, den müssen wir uns holen. Aber den werden wir auf so einem offenen Terrain niemals erwischen können. Das ist überhaupt hart, die zu treffen. Und auf so einem großen Areal, wo der so leicht abhauen kann. Nee, werden wir nicht schaffen. Der wird jetzt gleich verschwinden. Nein! Ich sag jetzt, es ist so schwer, den mal zu treffen. So, egal. Wo sind wir denn? So, wir haben jetzt schon zwei Gebiete, haben wir schon durchwandert.
Und hier... Ah, da ist ja schon das Vesper-Mod. Das heißt, wir sind schon fast angekommen. Und just like that, they're at war? Yes. And with tens of thousands of soldiers on either side. Tut mir leid, dass ich deinen schönen Dialog unterbrechen muss, Mila, aber wir müssen jetzt erstmal kämpfen. Oh, ich hasse diese Fische, Mann. Immer ihre blöde Attacke. Oh, Slow-Mo. Slow-Mo. Es gefällt mir eigentlich voll gut, dass man immer so Slow-Motion machen kann. Immer wenn mein Partner wechselt. Slow-Motion. Das ist echt ganz cool. Ah nein, jetzt hätte ich eigentlich mal ein Urteilstor machen können. Irgendwie Wirbel der Verzweiflung. Nein, ich will keinen Wirbel der Verzweiflung. Ich will ein Urteilstor. Hä, nur 563 Erfahrung? Bei zwei Gegnern? Merkwürdig. Sehr merkwürdig. Vorher bekommen wir 600 durch einen von denen. So, Rahmen, schwarze Federn. Ach, von denen haben wir auch genug und wir brauchen sie nicht. Bekommen wir irgendwas zu essen und ich mag kein Essen. So. Wie lange haben wir denn noch? 18 Minuten haben wir noch. Gut, dann kämpfen wir hier noch ein bisschen. So, ich schätze mal, in diesem Part werden wir nur noch kämpfen und ein bisschen uns umschauen, Leute. Und dann im nächsten Part werden wir dann schauen, was da so im Vesper-Moor so los ist. Ich tippe mal Krieg auf nicht Schönes. Und im schlimmsten Fall, was noch schlimmer wäre, da ist der eigentliche Krieg, nämlich, dass die Lanze von Kresnik da eingesetzt wurde. Was macht er da? Achso, er spielt ein Instrument. Weil er der Dirigent ist. Der war nicht so gut. Egal, zumindest, dass die Lanze von Kresnik eben eingesetzt würde, was ja eigentlich wirklich das Schlimmste der schlimmen Sachen wäre. Also nehmen wir den ganzen schlimmen Sachen, die ja da jetzt eh schon sind. Ich hasse diese Attacke immer, Mann. So. Bitte ein Urteilstor kommen. Ja. Danke, Judy Lion. So. Mach mal ein Grab. Oh, Leute. Ich kämpfe immer, also ganz ehrlich, würde mich mal interessieren, wie ist es eigentlich so bei euch? Mit welchem Charakter spielt ihr am liebsten? Also überhaupt, wenn ich jetzt Lust hätte, könnte ich auch das ganze Spiel, also zumindest von den Kämpfen her bescheiden, als Drood oder als Leia oder wie auch immer. Mich würde interessieren, mit welchem Charakter ihr am meisten gekämpft habt. So, weil das finde ich eigentlich ganz interessant, weil ich kämpfe halt nur mit dem Mila, weil, ja, ich habe mich irgendwie halt an ihn gewöhnt und, also, mit Jude, okay, kann man noch kämpfen, das war auch nur gezwungenermaßen, dieser blöde Kampf gegen Eva, werde ich nie vergessen, das war der schlimmste Kampf, also der einzige Kampf, der jetzt noch, nein, ich würde sagen, das war der schlimmste Kampf im Spiel. Oh nein, jetzt habe ich noch nicht das Artis, kann ich jetzt einsetzen. Ah, jetzt ist es zu Ende, super. Toll, schön, mystisches Art, das hat mir voll viel gebracht. Also zumindest, also ich, man kann ja wie gesagt am Anfang wählen, welchen Charakter man hat. Würde mich auch mal interessieren, was ihr da so gewählt habt. Ob ihr da eher den Jude oder eben auch die Mila gewählt habt. Ich habe eigentlich nur die Mila gewählt irgendwie, weil sie irgendwie, ganz ehrlich, du hörst am Anfang so, ja, Jude ist so ein Student, ja, ganz nett, und Mila, der Geister. Wieso Mila? Ganz ehrlich, das hört sich einfach 5 Millionen mal cooler an. So, und, aber im Laufe des Spiels könnte man ja jetzt auch die ganze Zeit halt als Schuh spielen oder so. Würde mich halt interessieren. Ich hoffe, ihr versteht so, was ich meine. So. Gut. Dann. Da vorne. Ich will jetzt eigentlich noch ein bisschen Erfahrung sammeln, oder? Schauen wir mal kurz. Okay, naja. Lohnt sich jetzt auch nochmal, weil da fehlt jetzt bei allen schon relativ viel noch. Zum nächsten Level. Aber eigentlich möchte ich nur ein bisschen Zeit stecken, damit wir noch auf knapp 30 Minuten kommen. So, ich würde sagen, wir machen da einfach alle Gegner, die hier noch sind, in der Area platt. Komm, mein kleines Bällchen. Jetzt habe ich keinen Kampf verbündet, Mann. Der ist mir doch die ganze Zeit gefolgt. So. Servaro Schlag. Die Attacke sieht auch so gut aus. So, Leuchtbombe. Die ist süß. Die blinde Sphäre. Ach, Leute, das ist echt die coolste Attacke im Spiel. Weil sie macht einfach jedem Gegner Schaden, der irgendwie in der Nähe ist. Und sie kostet auch relativ wenig TP. Und es ist nicht so eine blöde Blubberblase, wie was der Gegner da gerade gemacht hat. So, 250 Erfahrung kannst du behalten. So, ich will 5000 Erfahrung. Ah, okay, das wäre eigentlich nicht so gut, weil da wird wahrscheinlich so ein monsterstarker Boss kommen. Ein Standardgegner, mit dem man 5000 Erfahrung bekommt. Der wäre dann wahrscheinlich stark. Ein wenig. Ein ganz klein wenig. Ach, ich gehe immer so weit hoch. Yeah! Die Attacke ist eigentlich auch wirklich so cool. Also hier, das ist die Attacke zur mystischen Art. Die ist auch wirklich eigentlich praktisch gegen so mehrere Gegner, weil wenn man die Attacke macht, dann macht man halt wirklich allen Gegnern Schaden. Und zwar sogar relativ viel. Das finde ich echt cool. So, was ist hier im Baum? Oh, ein Teufelschwanz. Oh, den tun wir.
Den tun wir jetzt mal irgendwo einem Charakter drauf. Ich werde es danach eh wieder abmachen, weil ich es immer abmache. Aber warte, wem tun wir das? Tun wir der Leia? Können wir der... Naja, schade, man kann es ja nur einmal drauf tun. Ich hätte sonst voll die coole Idee. Oh, die alberne Oh nee, jetzt machen wir Layla sexy. Jetzt machen wir... Aha. Ach so, oh, das ist... Warte, doch, ich kann hier... Jetzt müssen wir es erstmal hier... Dekoration bearbeiten. So, Position. Kopf. Bin ich gerade blöd oder sehe ich das nicht? Warte, wie tue ich erstmal verkleinern? Vergrößern mache ich natürlich. Bin ich jetzt gerade blöd oder sehe ich da nichts? Ah, da oben ist er. Ach, der ist in ihren Haaren. Okay, wartet kurz. So, vergrößern. Müssen wir genauer anschauen. Und dann... So. Komm, noch ein bisschen drehen. Jetzt ist er aber irgendwie von ihrem Kopf weg. So. Super. Und wie bewege ich das nach hinten? Nein, so. Hä? Jetzt ist... Hä? Wir haben das geschafft. So. So. Ey, Leute, das ist ganz schön schwer, so einen Charakter zu designen. Jetzt, wie schaffe ich das denn immer? So, warte mal, wir zoomen mal ein bisschen raus. Gehen dann so. Ich weiß nicht, wie ich das nach hinten bewege. Ach so, jetzt sehe ich es erst tief ändern, ja. Ich habe sie ganze Zeit auch links und rechts bewegt. So. Oh, sexy. Sehr sexy Leia. Da, jetzt wird der Druid auf dich stehen, glaub mir. So, sehr schön. Dann, hier durch das Speichern. Start, oder? Nee, Start. Nicht zurücksetzen. Vorne an aufheben. Nein. Hä? Wie tue ich das jetzt speichern? Okay, achso, X. Okay, gut, das passt. Farbe tun wir noch ändern. Nee, nicht größer. Ja doch, Größe kann man auch ändern. Bäm, das soll ja ein richtiger Schnauzbar sein hier. Farbe ändern. Dann machen wir hier, was machen wir hier? War so ein schwarz... Ja, rot, grün, gelb. Ne, wir machen hier einen schwarzen, dann sieht man ihn immer. So, X. Dann. So, jetzt hat's geklappt. Dann tun wir noch eine alberne Brille draufsetzen. Na, jetzt habe ich die alberne Brille wieder weggetan. Sehr schön. Dekoration bearbeiten. So, erstmal wieder ranzoomen. Boah, Leute. Das ist gar nicht mehr so leicht. So. Muss mal kurz anschauen. Ja, die Position passt natürlich. Ja, passt. Drehen, Größe. Ich will nur die Größe ändern. Soll eine richtig. Machen wir ändern. Das gefällt mir. Und dann machen wir. Grün. Oh, das sieht cool aus. Das passt zu Leia. Das passt richtig gut zu Leia. So. Und. Ach, schade. Ich hätte jetzt noch gerne so einen Teufelschwanz drauf getan. So, Leia. Das. Jetzt sieht es sexy aus. Jetzt wird Jude auf dich stehen, glaub mir. Jetzt wird der Jude auf dich stehen. So. Ich freue mich schon auf den nächsten Kampf mit dir. So. Na, Jude, gefalle ich dir jetzt? Dieser Bart, der ist so schön bartig und diese Brille und diese Nase. Ach, ich habe die noch nie hübscher gefunden. Kann ich mir voll gut vorstellen, dass es so ablaufen wird. So, verteilen wir kurz die Lieben gucken und dann können wir auch den Part beenden. Dann sind wir auf unseren schönen 30 Minuten angekommen und da passt alles. So. Gut, Leute. Im nächsten Part werden wir dann wirklich uns ins Schlachtfeld hier bewegen. Da, wo hier der Krieg zwischen den Russian Girl Soldaten und eben Al-Jul stattfindet. Ich tippe mal darauf, dass da uns nicht so schöne Dinge erwarten werden. Mal abgesehen natürlich von Gaius und seinen Kimmerinen da. Ist natürlich auch noch die Lanze von Kresnik da. Und natürlich, ich würde jetzt einfach mal sagen, allein schon auf der Seite von Al-Ju sind schon mal 50.000 Soldaten. Und ich tippe mal darauf, dass die uns alle nicht so nett gegenüberstehen. Aber Leute, wir werden das schon irgendwie hinbekommen. Haben wir schon Schlimmeres hinbekommen? 50.000? Ich glaube nicht. 50.000 Soldaten? Nee, so schlimm war es noch nicht. Nee, so schlimm, glaube ich, war es echt noch nicht. So, gut. Dann noch mit dem Elven haben wir noch ein paar Punkte. Die tun wir auch noch kurz verteilen. Dann denke ich, sind auch alle unsere Charaktere gut gewappnet für das, was jetzt auf uns hier warten wird. Ich tippe auf das Schlimmste. Aber solange wir Elven haben, ist alles gut. Gell, Elven? Du würdest uns niemals betrügen. Niemals. Nicht. Nochmal. Bei den gleichen Typen.
Ich sehe schwarz halt. Aber Leute, das werden wir im nächsten Part herausfinden, wie es dann ausgehen wird. Bis dahin dann, euer MSFX. Haut rein und wir sehen. Ciao.